So, meine Damen und Herren, kommen wir hier zurück zu einer neuen Folge, beziehungsweise zur ersten Folge. Ich nenne es einfach mal Let's Informieren Minecraft Spezial Extra Deluxe Parts 744. Weißt du, Extra geil? Deluxe. Extra Deluxe, genau. Den im Hintergrund kennt man jetzt noch nicht, glaube ich mal. Nee. Nee. Unbekannt, Junge. Ja, bisher, unbekannt. Ja, ich soll gleich mal zu Ihnen hochkommen und dann erzähle ich eigentlich, was eigentlich diese Part hier sein soll. Und ich glaube, ich werde jetzt mal erstmal hier hochgehen. So, jetzt sind wir jetzt hier oben angekommen. Das hat gar nicht mal so lange gedauert, wie ich dachte. Und ich sollte mich hochbegeben. Und ich werde gleich getötet, das sehe ich schon. Und ach da, hallo. So, wir gucken uns einfach mal an. Er ist der gute Kumpel, den haben wir ja noch nicht dabei. Ich weiß es nicht, wenn der Part rauskommt. Und er erklärt jetzt erstmal, was er hier eigentlich vorhat. Hafen bauen! Hafen! Behindert? Ja. Ich behindert? Nein. Nee, also was wolltest du jetzt mir mit was füllen? Hi Matze. Willkommen in der Aufnahme von Man of the World. Der gute Steelhammer. Ja, das hier wird ganz normales Hafengelände. Das Bild hatte ich dir ja schon geschickt, wie es ungefähr aussehen soll. Ja, und dazu muss ich hier aber auch hier auf jeden Fall noch den Turm hochziehen und auf der anderen Seite auch. Jetzt gehe ich erstmal schlafen. Auf der anderen Seite auch. Oh mein Gott, er hat da noch einiges vor. Leute, auf jeden Fall. So viel vor. Ich überlege gerade, wo ging es denn hier eigentlich in die Höhle rein? Ach, hier runter. Ja, das muss ich noch ein bisschen ausbauen, dass man das besser erkennt. So, und ich werde einfach mal... Ich nenne mich jetzt einfach mal die Farm Schlamm... Die Taschenlampe, so, genau. Nee, wie hat die eine Lehrerin damals gesagt, du bist die Taschenschlampe? Tischlampe oder was war? Nee, wie Stehlampe oder genau Stehlampe, glaube ich, hat sie immer gesagt gehabt. Ach, ich weiß es jetzt nicht mal. Ist auch jetzt gerade egal. Jedenfalls, ich versuche nur ein bisschen auszuhelfen. Bis irgendwann mal vielleicht ein eigenes Projekt hier entsteht, was in Richtung meiner Sache geht. Steelhammer. Das ist der Kunde, der gerade dazu kam im TS. Und hier unten ist Lava. Geil. Jedenfalls, kurz zu sagen, ich hatte gerade einen Livestream gehabt und da wurde sich irgendwie Minecraft-Projekt gewünscht. Aber ein Multiplayer-Projekt im Moment ist nur dieses Projekt hier ein Multiplayer-Projekt, was ich bisher nicht besitze, sondern mitmachen darf, sagen wir es mal so. Mehr ist für mich hier nicht gesagt. Ich bin hier eben diese eine Bauschlämpchen. Und ich möchte einfach mal von euch wissen, möchtet ihr lieber, dass ich hier in diesem Projekt versuche mitzuhelfen? Möchtet ihr, dass ich ein eigenes Projekt mal wieder erstelle? Ich habe ja noch ein größeres Bauprojekt vor, was ich sowieso als Multiplayer erstellen wollte, wo ich jetzt sagen kann, okay, wir machen einfach mal 3 Monate das Projekt drauf oder sowas. Habe ich auch kein Problem damit, weil es wurde sich jetzt einfach mal gewünscht, mach einfach mal wieder ein Together, vielleicht auch mal ein Tweak. Ist eigentlich Together, ist eigentlich egal, wie viel man ist, oder? Ja, also Together wären ja auch nur 2 Leute. Ja, aber man kann auch 5 Leute sein, Together, oder? Ja, also, klar. Together ist eigentlich nur zusammen. Klar, solange du mehr als 2 Personen bist. Das bin ich allein schon. Oh ja, so bin ich zu mir. Nein, jedenfalls geht es jetzt darum, welche Projekte sich hier auf dem Kanal gewünscht werden. Es wurde sich jetzt am Livestream COD gewünscht und nein, Lava, nein. BOC. COC,
genau. Nee, Nein. Hey, was habe ich gesagt? Call of Duty Black Ops 2 wurde sich noch gewünscht, hast du gesagt. Oh ja. Genau, Black Ops und nochmal das, was wir zocken. Das COD. Also einfach COD wurde sich gewünscht. So, machen wir es klar und klar. Ja, machen wir es kurz. Genau. So, das wurde sich gewünscht. Und jetzt ist natürlich die Frage, was wird vielleicht von euch noch gewünscht? Sagt ihr, ja, okay, bring mal das und das raus. Oder hier und dies und das und jenes. Ich bin offen für alles. Die Leute, die mich kennen, okay, vielleicht nicht ganz für alles. Die Leute, die mich kennen, wissen, okay, für dich. Das ist da. Ich bin für fast jeden alles offen. So. Was? Alter. Nein, also nochmal, ich möchte einfach, dass ihr glücklich seid und ihr einfach das macht, was ich möchte. Hast du das richtig angehört? Ja, oder? Das klingt ein bisschen wie Versklavung, aber finde ich gut, mach weiter. Ja. Du meinst, dass du machst, was deine Zuschauer möchten und nicht anders. Wenn man das wenn das positiver ist, dann meine ich genau das. Ja, okay. aber nur wenn, guck, was ich mache. Aber nur wenn das wirklich besser ist, wenn nicht, dann vergisst es, was er auch immer gesagt hat. Ja, das war's eigentlich. Aber ich möchte den Part jetzt noch nie beenden. Es sind noch keine 10 Minuten vorbei. Ich möchte eigentlich 10 Minuten Part machen. Na? Der Matrix ist noch der mit mir COD zockt. So, ha, jetzt habe ich es noch gebracht. Ja, oh je, jetzt hast du vielleicht sogar schon gespoilert. Ich weiß es nicht. Vielleicht spielst du es ja auch nur so mit mir. Hust, 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 zwinker, 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 Auge tut weh, Auge tut weh, Auge tut weh. Vielleicht vergewaltige ich auch nur so kleine Kinder im Schlafanzug. Hust, 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 zwinker, warte, zwinker. Warte mal. Du bist dafür noch im Schlafanzug, Alter? Oh nein, das Niveau dieses Videos sinkt so sehr, das wird sowieso eh keiner angucken, also ist es eigentlich egal. Ja, das kann ich vielleicht sehen. Jetzt ist aber Steel dabei und sobald du Hashtag Steel eingibst, Steelhammer, nein, dann hast du die 4.500 Follower in. Ne? Allein nur weil er dabei ist, wird er schon zu vielen Leuten das Video zeigen und das tut schon weh. Oder du kriegst halt einfach auf die Fresse. Nee, oder ich bekomme beim nächsten Konzert einfach eine Bierdusche. Aber darauf habe ich keine Lust, wenn ich, wenn ich fahre. Bring die auf solche Gedanken. Wenn ich Fahrer bin, dann möchte ich sowas nicht. Alex kriegt keine Bierdusche. Oh, danke. Langweilig. Er kriegt den Auftrag, seine kleine Schwester mir auszuliefern. Oh, nein, das geht eindeutig zu weit. Immerhin ja, da musst du einen Schritt zurückgehen. Ey, komm, immerhin möchte ja Lukas nicht, dass ich seine anfasse, also. Das ist seine Liebste. Aber das geht jetzt nicht zu weit, oder was? Hä? Was ist denn jetzt hier los? Frag sie mal, was wir schon alles gemacht haben. Aha. Mensch, das wird noch... Ey, so genau will ich das eigentlich gar nicht wissen, nie, dass ich es dann nochmal angucken kann, ne? Kannst du das jetzt überhaupt noch? Warte. Ach, Mann, ey. Ja, aber dich. Nein. Alles nur... Boah, warum tue ich mir das an, Leute? Es ist so gar kein Plan. Nee, das wird einfach viel zu krank werden, das Projekt hier unten schon wieder. Dein Projekt geht ja noch. Die Projekte, die ich bisher gestartet habe, waren immer so krank, dass ich die immer beenden musste nach ungefähr 20 Parts. Tja, dann musst du dir das mal ein bisschen besser einkalkulieren. Das gibt's nie. Nicht bei Man of the World. Ja. Ich schlag also mein Mikrofon. Er kalkuliert nichts. Das glaube ich sogar. Du bist auch so ein Kandidat für Monatslohn innerhalb von 5 Tagen weg, ne? 5 Tagen? Oh, okay. Naja, alles gut. Lass mich einmal auf Thomann unterwegs sein, dann gibt's nichts mehr.
Ist aber wirklich so, das ist so krank, was man da als Geld... Oh, ich habe mir schon wieder so viel vorgenommen, das irgendwann mal zu kaufen, aber ich weiß nicht wohin und... Okay, wofür, wo habe ich schon einen Plan? Naja, aber brauchst du es denn wirklich? Oder braucht das nicht eher ein Cayman? Zu finden auf Facebook Cayman Official. Also wenn ihr irgendwann mal Cayman findet, einfach mal ein Dislike geben und dann ist alles in Ordnung. So. Vor allem, wenn ihr ein Cayman... Am besten, wenn ihr ein Cayman sieht. Gibt ein Dislike. Geht zu ihm. Cayman seht. Geht einfach zu ihm und zeigt ihm einfach ein Dislike. Und dann habt ihr sowas von gedisliked, dass er nicht mehr mit seinem Leben klarkommt. Und für die wäre es schlimmer, wenn die kein Bier mehr hätten. Oh ja. Ihr habt ja sowieso so viel wieder mal vor, glaube ich mal. Habe ich gehört, weiß ich nicht. Ich bin nicht... Ja? Ja. Was haben wir denn vor? Was hast du denn gehabt? Wolltet ihr nicht euren eigenen Porno drehen? Du, die Zeiten sind schon längst vorbei. Ach so. Ja. Was? Kinderpornografie ist mittlerweile so einfach geworden. Wir können halt die Kinder schon richtig verkaufen, weißt du doch. Okay, Leute, das Niveau ist unten. Wir haben es erreicht. Das Niveau ist überhaupt nicht unten. Das Niveau der Kinder ist 1A, also die Qualität ist wirklich gut. Und die wollen es halt auch so. Alter, wenn das jemand anhört. Am besten die NSA. Es ist ja nicht sowieso schon, dass ich irgendwann mal schon Polizeidrohung bekommen habe. Also, der Typ, der wird sich bestimmt jetzt freuen. Oh ja, das sind richtige Kinderfucker-Leute. Sag mal so, ja. Die NSA ist völlig egal, da ich doch schon das Gesetz, die Polizei aus. Ich doch vor 2 Wochen wurde doch dieses eine Hardcore-Überwachungsgedöns. Oh ja. Gesetz beschlossen, von daher. Ach, was? Hardcore? Naja, die haben da irgendwie, können die jetzt auch alle, zum Beispiel WhatsApp können sie überwachen und sowas. Ja, die können jetzt so alles. So ein scheiß YouTube-Video, die nicht. Echt? Aber ich glaube, da sind wir klein. Ja, können die machen. Wurde bestimmt. Nice. Besser. Das und dann wurde sich allerdings in so einem, irgendwie in einem anderen Gesetz wurde das untergemogelt mit. Deswegen gab es da nicht so die Öffentlichkeit rüber. Und kam halt Ehe für alle und danach war das aus der Öffentlichkeit sowieso raus. Ja. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass liebe Bundeskanzlerin deswegen auf einmal in den Schwung gebracht hat, diese Debatte. Die Bundeskanzlerin, die guckt mir noch zu, Jungs. Ja. Bundesschwanzlerin. Sie ist mein größter Fan. Ja. Ja klar. Gib zu, dass ich dein größter Fan bin. Okay, eigentlich sollte der Part nicht lang gehen, aber wir sind knapp bei 15 Minuten, das ist eigentlich optimal für den Partlänge. Und ich glaube, das Niveau ist schon so weit unten, da bin ich froh, wenn der Part irgendwann mal vorbei ist. Was? Okay. Obwohl, in den Videos waren bestimmt früher auch so. Weiß ich gar nicht, müsste ich nachgucken. Ich glaube, wir hatten nur so Viertelstunde, 20 Minuten gemacht. Ich glaube 25. Die allerersten, das war noch Zeit. Da war ich ja noch mit dabei, das war ja richtig gut gewesen. Mama, da hattest du Klicks gehabt auf die Videos? Ja klar. Wenn der dabei gewesen war? 1, 2, 3. Nee, da hat er noch ein Bindeln gesteckt. Aber lass dich nicht verarschen, Alex. Mensch, Mansi. Nur Fans dürfen mich so nennen. Mal kurze Frage, geht jetzt eigentlich noch jemand hier schlafen oder bin ich hier? Ich will echt im Dunkeln draußen arbeiten. Warte, ich hab hier oben ein Bett, Alter. Wann bin ich groß? Geht gleich los. Was hat er? Achso, der hat ein Bett, ich hab Bett verstanden. Er hat Bett hab ich auch. Ganz großen Bett in meiner Hose. Nein, das wurde mir schon vorhin im Livestream vorgeworfen, ob ich einen großen... Ich habe was mit großen Bit in Hose gehört. Ja, den hab ich. Das wurde mir vorhin im Livestream gefragt. Also, wenn, dann darf ich drauf antworten. Okay. Und, wie sieht's aus?
du weißt es doch. Ja, ich weiß es. Ich kann es nur empfehlen, aber... Meine Fans oder Zuschauer sollen auch davon haben. Ich hoffe, die Zockermaus guckt das Video nicht, weil die hat ja extra nachgefragt gehabt. Und hat auch gesagt, ich kriege das schon hin, dass ich das, dass ich sehe. Ich so, nein, das kriegst du nicht hin. Ah, dann will ich die ganze Zeit. Was hinkriegen? Was willst du denn hinkriegen, was weißt du genau? Naja, cool. Dass sie Big Dick sieht. Den Server? Ja genau, den Server Big Dick. Und da habe ich gesagt, nein, so. Das habe ich gesagt, nein, das kriegt sie nicht. Das verstehe ich nicht. Hey, Conny. So. Bell mal den Shit jetzt hier weiter. Alex, mach mal Vorschläge. Was? Ach schon gut. Okay. Ey, Matze, wenn du Bock hast, was Krasses zu bauen, ich brauche noch Hilfe. Alex macht nichts. Wollen wir, ich bin gerade mit was anderem beschäftigt, also komm. Alles gut, es war ein Joke. Naja, Joke. So sieht's immer aus und danach kommen sie an, ich mach nichts. Ja, ist doch so. Ehrlich, ich komm nochmal rum. Du bist doch bald mal wieder reparieren das Zeug hier. Naja, ich glaube, hat einer Plan, wo mein Boot hin ist? Ich habe ein Boot oben im Hafen gesehen gehabt. Das ist meins, Finger weg. Den kannst du nehmen. Aber die stehen jetzt woanders. Ich habe die umgeparkt. Ja, meins ist dann wahrscheinlich auch irgendwo liegen geblieben. Na, dann mach ich mir ein neues. Who cares? So. Ach, da muss ja auch noch. Zwei Blöcke für mir. Oh, super. Ja, aber nicht zwei so welche Blöcke, sondern zwei von... Ihr wisst das schon. ...anderen Stein. Lukas, was habe ich dir vielleicht noch gar nicht erzählt, was irgendwie cool ist? Der Olli hat ja einen Slime-Spawn gefunden. So ein Chunk. Ja. Der ist direkt unter meinem Haus. Was? Oder fast direkt unter, ja. Alter. Das ist gewesen. Ich glaube, da war gerade der schwarze Block. Ach nee, so ein Schaf. Der schwarze Block? Sind wir in Hamburg oder was? Na klar! Also erst ist das Niveau gesunken. Jetzt sinkt man noch mehr als das Gesicht. Wir Ossi. Also wir sind jetzt unter dem Niveau, was wir vorhin hatten mit den lieben Kindern vergangen. Ich wollte eigentlich das Niveau auf eine politische Ebene nehmen, aber wir können es natürlich auch wieder sehen. Das schwarze Schaf ist jetzt übrigens tot, ne? Ja. Das habe ich auch gehört. Nicht ganz normal, der sich mit Weinbrand volltankt von morgens bis abends und so kann er ordentlich schlafen. Okay. Baust du an deinem Turm weiter, Lukas, oder? Nee. Ich baue gerade an dem... Der Turm, da kann ich noch nicht weitermachen, da habe ich noch zu wenig Stuff für. Alter, ich hätte die perfekte Schaufel für dich für Slay Farm. Nicht? Ich habe eine Glück 3 Schaufel, aber ganz ehrlich. Geh mal kurz, also ich bin da und ich gehe mal kurz zu Ollis übertriebenem Farmgedönster. Ja. Guck mir ein paar Bücher aus, gehe dann kurz Level farmen. Und dann gebe ich dir mal eine schicke Schaufel zum Playfarm. Oder so, nice. Okay. Und ich würde einfach mal sagen, weil wir jetzt bei ca. 20 Minuten sind, reicht das erstmal für den Part. Für den ersten Minecraft-Part nach guten, gefühlten 3,5 Jahren. Obwohl ich den Kanal erst seit drei Jahren besitze. Obwohl, wir müssen mal genau sein. Im Moment sind es genau 3 Jahre und 10 Tage. Sieben Tage. Ja. Auf den Tag genau. Ja? Ja, bin ich stolz. Es ist echt toll. Also fühlt sich echt toll an. Also keinen Ruhm zu erreicht zu haben noch. Guten Jahr. Er wird niemals kommen. Gib mir niemals die Hoffnung. Genauso wie Liebe. Die gibt es nicht. Deiner Welt vielleicht. Ja, du hast doch auch nur was. Okay, Leute.
Bevor hier irgendwelche Streits noch entstehen, ich würde mal sagen, gebt noch rum, wenn nicht ein Daumen nach unten, falls ihr denkt, ihr wollt nie wieder was davon sehen, dann... Obwohl, nee, warte mal, also wenn ihr denkt, ihr wollt nie wieder was sehen, dann gebt einen Daumen nach oben. Nee, warte mal, wie kriege ich die meisten Klicks jetzt hier raus? Abonniert, Cayman! Nee, bloß nie. Das tut nur weh in den Ohren. Naja, okay, das merke ich mir. Habe ich dir schon gesagt, dass ich dich ganz lieb habe? Leider, ja. Zu oft schon. Gut, so. Untersteh dich, was zu machen. Ich wollte gerade sagen, sag auf Wiedersehen. Da schlägt er mich erstmal, nö. So, das, jetzt kannst du es vergessen. Jetzt kannst du es vergessen. Alex! Steelhammer, sag auf Wiedersehen und dann ist der Part beendet. Tschüssi. Ciao. Kennt mich ja noch alle. Ciao, ciao. Nein, du darfst nicht. Oh.